Die Rallye der Aktienmärkte ist heute etwas ins Stocken gekommen. Es ist bisher überhaupt noch nicht viel passiert. Es ist nach wie vor unklar, wer die Wahl gewinnt. Auch wenn die Aktienmärkte ganz klar davon ausgehen, dass es Joe Biden ist, der die Wahl gewinnen wird. Und die Aktienmärkte gehen ebenfalls davon aus, dass der US-Senat republikanisch bleiben wird. Das sind die Prämissen, die letztendlich dann diese Kursreaktionen der letzten 4 Tage hervorgerufen haben. Massive Rallye, die wir an der Wall Street und auch bei anderen Indizes gesehen haben, weil man sich sagt, okay, super, wenn der Senat republikanisch ist, gibt es keine Steueranhebungen, die Biden ja wollte, und es gibt vor allem auch keine Probleme für die großen Tech-Unternehmen in Sachen Regulierung, in Sachen Aufspaltung vielleicht sogar. Das ist die eine Prämisse, die die Märkte jetzt haben. Die zweite Prämisse ist, dass Donald Trump sich schon irgendwie zurückziehen wird, dass das alles viel Theater ist, das der US-Präsident jetzt noch veranstaltet, aber seine Partei ihn dann letztendlich hängen lassen wird, also dass es dann so sein wird, dass die Republikaner sagen, ja, wir haben diese Wahl verloren, jetzt musst du halt gehen, Donald, und dass Donald das irgendwie akzeptiert und keinen Stunk macht, eventuell vielleicht sogar seine teilweise fanatischen Anhänger mobilisiert, die dann auf die Straßen gehen und teilweise für unschöne Szenen sorgen. Das ist sozusagen die Annahme, dass das passiert und dass Trump auch dann irgendwie aufgeben wird, freiwillig aufgeben wird. Und ich will jetzt mal gucken, ob das wahrscheinlich ist oder was jetzt eigentlich zu erwarten ist in nächster Zeit, ob also diese Grundlagen der Rallye sicher sind oder ob man vielleicht doch ein Fragezeichen dahinter setzen sollte. Wir hatten ja heute Nacht diese Pressekonferenz von Donald Trump, wo er gesagt hat, also in allen Staaten, die jetzt spät noch zur Auszählung kommen, Pennsylvania etc., da werde ich diese Wahl nicht anerkennen, denn ich liege nach legal abgegebenen Stimmen deutlich vorne. Also er zweifelt an, dass sozusagen hier dieser Vorsprung von Biden in irgendeiner Form mit legalen Mitteln erreicht worden sei. Also das spricht jetzt erstmal nicht dafür, dass Trump erst aufgibt. Aber es gab hier die Meldung dann heute von Fox News ausgerechnet, jenem Sender, der ja eigentlich Trump nahesteht, aber zuletzt so ein bisschen im Clinch ist offenkundig mit Trump, denn Fox hatte ja kürzlich Arizona schon praktisch für Biden ausgerufen, daraufhin Trump wütend Murdoch angerufen, den Chef des Konzerns, und hat gesagt, so geht das nicht, aber Murdoch hat nicht klein beigegeben, hat gesagt, so ist es halt. Jedenfalls sagt Fox jetzt, dass die Berater oder einige Berater von Donald Trump sagen, Junge, gib auf, es macht keinen Sinn. Stimmt das? Das hat heute die Aktienmärkte zwischenzeitlich ein bisschen nach oben gehoben wieder. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, ist das wahrscheinlich, dass dem so ist. Jedenfalls sehen wir, dass er gestern schon ein bisschen, wenn man diesen Bildern Glauben schenken darf, ein bisschen geknickt war, als er diese Pressekonferenz beendet hatte und dann hinter die Bühne ging. Das ist nicht der strahlende, vor Kraft strotzende Trump, den wir eigentlich kennen, und seine Nichte, Mary L. Trump, also die Tochter seines Bruders, der schon lange verstorben ist inzwischen, hat ihm einen herben Tweet hinterhergeschickt und hat gesagt, this is what it looks like when a loser loses. Das ist sozusagen das Schlimmste, was man vielleicht Donald Trump antun kann, das heftigste Nachtreten aus seiner Sicht, das überhaupt möglich ist. Warum? Weil Donald Trump eine Erziehung genossen hat durch seinen Vater Fred Trump, die einen Leitfaden hat, und ich habe viele Biografien über Donald Trump gelesen, Sachen von Trump selber gelesen, und eines zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben, die Siegerideologie, du musst ein Sieger sein, das hat ihm sein Vater Fred Trump, dieser Immobilienmogul, auf den Weg gegeben, hat es allen seinen Söhnen auf den Weg gegeben, und der Vater von Mary L. Trump, der verstorben ist, weil er unter anderem wahrscheinlich zerbrochen ist an diesen Forderungen seines Vaters, ein Sieger sein zu müssen. Der ist dann dem Alkoholismus verfallen. Seine Tochter sagt, ja, der war zu sensibel, der konnte diese Siegerideologie nicht teilen, und sein Vater hat ihn dann fertig gemacht, hat ihn abgesetzt aus Funktionen in seinem Konzern. Und daraufhin dann verstorben auch an Herzversagen. Jedenfalls, es herrscht ein Kleinkrieg zwischen Mary L. Trump, der Nichte von Donald Trump, und eben den Trumps, respektive halt Donald Trump. Und das ist ein Punkt, der, glaube ich, sehr bedeutsam ist, ist eben diese rote Linie durch Trumps Leben, nämlich gib niemals auf. Wir sehen auch hier einen Tweet, der noch gar nicht so lange her ist, von Donald Trump, der sagt, ja, sobald du Konzessionen machst, hast du schon verloren, denn du kannst diese Konzessionen, diese, naja, wie soll man sagen, Kompromisse, die kannst du nicht mehr zurücknehmen, also mach keine Konzessionen, sei hart, kämpfe weiter. Das spricht für mich klar dafür, dass Trump hier weiterkämpfen wird, komme was er wolle, und möglicherweise die Dinge dann noch unschön werden. Das allerdings ist von den Aktienmärkten nicht eingepreist, wie gesagt, die sagen, alles Theater,
Das wird sich auflösen, nehmen Trump schon nicht mehr richtig ernst, hat man den Eindruck. Aber die Trump-Kampagne sagt, this election is not over. Es gibt ja immer wieder die These der Republikaner, da ist Betrug gemacht worden. Und natürlich wird es einzelne Fälle von Betrug geben. Die Frage ist nur, wie groß ist dieser Betrug und ist er zu Ungunsten von Donald Trump? Das ganze Wahlsystem in den USA ist ja antiquiert bis ohne Ende. Allein diese Wahlmännergeschichte ist ja aus einer Zeit, als man noch mit Postkutschen unterwegs war und solche weiten Distanzen gar nicht überwinden konnte. Und das ist natürlich per se ein System, das schwierig ist, das eigentlich vorsintflutlich ist, nicht der Supermacht schlechthin eigentlich würdig ist. Aber das ist eben kein Problem der Demokraten oder auch der Republikaner. Es ist eben ein extrem schwaches System, wenn man so will. Jedenfalls scheint es so, dass die Trump-Kampagne nicht aufhört. Dann aber diese Nachricht, die hier auch bei Fox kam, dass jetzt nämlich Biden in Georgia auch führt, dass er in Nevada führt und dass er auch vor allem in Pennsylvania führt. Denn wenn Pennsylvania gewonnen wird durch Biden, dann wäre diese Wahl entschieden, dann hätte er die erforderlichen Stimmen, selbst wenn Arizona und Nevada nicht in Richtung Biden laufen sollten, was aber auch relativ wahrscheinlich ist. Also das ist jetzt die Frage, was wird jetzt passieren? Wird man sagen, ja okay, die Sache ist jetzt gelaufen, werden die Republikaner das sagen? Zum Beispiel dieser Mann, Mitch McConnell, der Führer der Republikaner im Senat, der ja schon so leichte Absetzbewegungen von Trump gemacht hatte, als er gesagt hat, ja, wir zählen erstmal zu Ende. Die Wahl ist ja nicht zu Ende, sondern sie ist erst zu Ende, wenn sie ausgezählt ist. Es macht keinen Sinn, die vorher schon anzuzweifeln. Man muss wissen, dass dieser Mitch McConnell sehr, sehr gut befreundet ist mit wem? Nämlich mit Joe Biden. Es ist eine enge Freundschaft, die so weit geht. Im Jahr 2015 ist ja der Sohn von Joe Biden, Bo, verstorben und Mitch McConnell war der einzige Senator, der bei dem Begräbnis mit dabei war. Alle anderen, auch Parteifreunde, waren nicht da, aber Mitch McConnell war da. Die beiden verstehen sich sehr, sehr gut. Das heißt, hier ist durchaus die Tendenz gegeben, dass die führenden Republikaner, wie Mitch McConnell, sagen, die Wahl ist verloren. Wir setzen uns von Trump ab, zumal eben dieser Mitch McConnell sehr, sehr souverän in Kentucky gewonnen hat, weiß genau, dass er jetzt mindestens 4 Jahre im Senat sitzen wird und er wird sich da nicht in welche Schwierigkeiten verwickeln lassen, so kann man annehmen. Aber es ist eben die Basis von Donald Trump, die ihn da noch nach vorne treibt und Donald Trump hat sehr, sehr viel zu verlieren, sehr vielen Menschen, ich hatte das schon öfter gesagt, vor das Schienbein getreten. Das wird noch eine richtige Geschichte. Hier Joe Biden ja auch insgesamt schon so viele Kinder verloren, die gestorben sind, Frau verstorben beim Autounfall, Tochter verstorben, er hat dann nach diesem Unfall ist er als Senator im Krankenhaus vereidigt worden, hat gesagt, ich nehme diese Stelle an als Senator, aber mit einer Probezeit von 6 Monaten, weil ich weiß, dass ein Senator ersetzbar ist, aber ein Vater nicht ersetzbar ist. Also ein schwieriges Schicksal. Vielleicht sollten wir über solche Dinge auch mal sprechen in diesen kühlen Finanzmärkten. Jedenfalls, wenn wir all diese Dinge jetzt rekapitulieren, es gibt die Chance, dass die Republikaner sich absetzen von Trump, aber es gibt eben das Potenzial dieser vielen, vielen Unterstützer dieses gespaltenen Landes, das sagt, nee, das anerkennen wir nicht, wir leben in einer anderen Welt, wir wollen nicht unter einem Biden leben, wo dann möglicherweise linke Kräfte die Regierung übernehmen, weil Biden schon so alt ist. Da ist das Potenzial für einen Bürgerkrieg im Sinne von Scharmützeln, im Sinne von wirklich militanten Auseinandersetzungen von Milizen, nicht Bürgerkrieg im klassischen Sinne wie der amerikanische Bürgerkrieg in den 1860er Jahren, aber eine schwere, schwere Unruhe, die da entstehen kann. Und wenn wir jetzt zurück zu den Märkten kommen, dann muss man einfach nochmal sagen, ja, diese Geschichte mit dem US-Senat, die ist eben auch nicht klar, weil eben es jetzt erst zu einer Stichwahl kommt, erst am 5. Januar zwischen dem republikanischen Amtsinhaber und seinem Herausforderer. Das heißt, bis zum 5. Januar werden wir nicht wissen, ob der Senat wirklich republikanisch ist, ja oder nein. Das war aber die Basis auch für die Rallye der letzten 4 Tage. Und das ist eben genau der Punkt, denn die Tech-Werte hausierten ja eben aufgrund der Idee, dass sozusagen es keinen blauen Sweep gibt, also die Demokraten nicht den Senat haben. Wenn die Demokraten den Senat hätten, dann müsste man all das eigentlich wieder abwickeln, weil die Gefahr dann wieder da ist, dass eben die großen Tech-Konzerne aufgespalten werden. Das ist genau der Punkt. Schauen wir uns noch ein paar Marktbewegungen an. Vielleicht deswegen sehen wir, dass jetzt die größten Zuflüsse
Eva, sind in den Triple Nasdaq 100 ETF short, also praktisch mit dreifachem Hebel den Nasdaq zu shorten, während wir jetzt die größten Abflüsse gesehen haben aus dem Triple Nasdaq Long. Also hier scheinen einige zu switchen. Ob sie recht haben, ist eine andere Frage. Und wir hatten heute, das wollte ich noch erwähnen, ziemlich gute Arbeitsmarktdaten oder besser als befürchtet ausgefallene Arbeitsmarktdaten. Vor allem die Arbeitslosenquote unter 7% gefallen. Da muss man schon ein klarer Verfechter des Voodoo-Glaubens sein, um wirklich davon auszugehen, dass weniger als 7% der Amerikaner arbeitslos sind. Aber es ist eben die Statistik, basiert ja auf Telefonumfragen. Eine Methodik aus dem frühen 20. Jahrhundert, jetzt kein Witz, das ist also eine andere Erfassung als zum Beispiel jetzt die neu entstandenen Jobs. Jedenfalls sehen wir, dass, wie Heather Long hier von der Washington Post zeigte, dass es vorwiegend Frauen sind, die eben noch von dieser Arbeitslosigkeit betroffen sind. Nur 39% der Frauen, die vor der Corona-Krise im Job waren, sind jetzt wieder im Job, dagegen 58% der Männer, die zwischenzeitlich ihren Job verloren hatten, sind jetzt wieder im Job. Und es waren ohnehin die Frauen, die in viel größerer Zahl ihre Jobs verloren hatten als die Männer. Und wir sehen, das ist eben auch die andere Seite dieser vermeintlich schönen Zahl, dass diejenigen, die dauerhaft arbeitslos sind, deren Zahl steigt deutlich, während die, die sozusagen temporär arbeitslos sind, deren Zahl sinkt deutlich. Jetzt eben die Frage, wird es so Teil-Lockdowns auch in den USA geben? Wir haben ja heute wieder den höchsten Stand mit über 120.000 Corona-Fällen in den USA. Die können sich wahrscheinlich einen Lockdown gar nicht mehr leisten, aber sei es drum. Das ist jetzt also die Konstellation. Die große Frage, stimmen die Prämissen, die zu dieser Rallye geführt haben, dass die Sache klar ist, Biden wird Präsident, US-Senat republikanisch, dadurch bestimmte Risiken wie Steueranhebung und Regularien praktisch jetzt erstmal vom Tisch, deswegen ja diese Euphorie der Märkte, oder stimmt all das nicht, nämlich dass dieser Übergang nicht so stattfindet, wie die Märkte sich das eigentlich schon vorstellen und dass die Dinge viel komplizierter werden. Vielleicht wissen wir schon nach dem Wochenende mehr. Jetzt wünsche ich erstmal ein schönes Wochenende und sage Ihnen Servus und Ciao.